auf dem Programm steht, dass wir zum einen diesen Beweis fertig machen vom letzten Mal, das wird uns nur noch 5 Minuten brauchen. Und dann möchte ich zeigen, dass Hating-Arithmetik genau ein Modell besitzt, im Widerspruch zu einer Übungsaufgabe, die behauptet hatte, dass es überhaupt nämlich viele Modelle gibt. Und dann wollen wir Subtool-Maschinen behandeln und dann noch reelle Zahlen. Mal schauen, ob wir das alles durchkriegen. Fangen wir hier an. Das war das Theorem vom letzten Mal. Immer wenn wir eine Funktion haben von unendlichen Folgen von natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen und immer wenn wir eine konkrete natürliche Zahlfolge gegeben haben, dann gibt es irgendeine Schranke m, sodass f von Alpha dasselbe ist wie f von Beta, solange Beta nur eine Folge ist, die auf den ersten Gliedern mit Alpha übereinstimmt. Und wir haben das wie folgt angefangen zu beweisen. Wir haben uns überlegt, was das eigentlich bedeutet. Wir behaupten ja nicht, dass das stimmt, wir behaupten, dass das realisiert wird. Das ist eine andere Aussage. Weder stärker noch schwächer im Allgemeinen. Wir hatten für beide Richtungen Beispiele gesehen. Und das Programm hat auf jeden Fall so funktioniert. Es hat Realisierer für f von Alpha eingelesen und hatte dann die Aufgabe, so ein m zu programmieren. So ein m zu finden, so ein m zu berechnen und dann auszugeben, was diese Eigenschaft da hinten erfüllt. Das haben wir gemacht, indem wir ein ziemlich verwickeltes Programm Psi geschrieben hatten. Ein Programm, was insbesondere Zugriff auf seinen eigenen Quellcode hat und sich dann gegenseitig mit f auf verzahnte Art und Weise simuliert. Okay, sei m die Anzahl Schritte, die f von Psi zum Halten benötigt. Und das hatten wir letztes Mal auch schon, aber die eine Zeile, die jetzt noch hier dazu geschrieben hat, die fehlte letztes Mal. Gib m aus. Ja, wir haben ja die Aufgabe, ein Programm zu schreiben, was so ein m findet, also müssen wir irgendwann mal ein m ausgeben. Und das m, was ausgegeben werden soll, ist eben das. Das hier ist ein Psi. So, und was wir letztes Mal schon gesehen hatten, war, dass wir beinahe fertig sind. Wir hatten gesehen, dass f von Alpha dasselbe gibt wie f von Gamma. Für alle Folgen Gamma mit folgenden beiden Eigenschaften. Erstens, anfangs müssen sie gleich Alpha sein. Und wenn jetzt der Satz zu Ende wäre, dann hätten wir schon die Behauptung gezeigt. Aber es ging leider noch weiter. Es war noch eine Einschränkung an Gamma gefordert. Nämlich, dass es irgendeine Grenze gibt, ab der Gamma konstant 0 ist. Das hing damit zusammen, dass wir in dem Programm Psi über endliche Erweiterungen von der Liste der Funktionswerte von Alpha, von den ersten m-Funktionswerten von Alpha, iteriert haben. Und so konnten wir eben nur die Behauptung zeigen, für den Fall, dass Gamma irgendwann aufhört, interessant zu sein, für den Fall, dass Gamma irgendwann nur noch aus Nullen besteht. Und jetzt müssen wir nur noch beweisen, das ist Teilbeweis Nummer 5, wenn ich mit meiner Nummerierung nicht durcheinander gekommen bin. Also das hier war 4 und jetzt kommt Teilbeweis Nummer 5, wo wir jetzt eben direkt die Behauptung nachweisen, also das, was da oben noch zu zeigen ist. Behauptung f von Alpha gleich f von Beta für alle Beta mit dieser Bedingung hier. Gut. Und das ist auch nochmal nicht völlig straightforward. Also man kann sich denken, dass Nummer 4 eingeht in den Beweis von 5, das stimmt auch. Aber es geht auf zwei verschiedene Art und Weisen ein. Wir werden viertens zweimal verwenden. Also sei so ein Beta gegeben. So, und jetzt sei M Schlange, die zum Halten von f von Psi Beta benötigte Anzahl Schritte. Xaver, ist der Adler gelandet? Nice. Was ist Psi Beta? Das ist nicht definiert worden. Es ist so, das ist eine Variante von Psi, und zwar folgende. In Psi kam ja an mehreren Stellen Alpha vor. Psi Beta ist genau dasselbe, aber überall da, wo wir damals Alpha geschrieben hatten, schreiben wir jetzt Beta. Ja? Gut. Und wie es immer so ist, wenn man zwei natürliche Zahlen hat, dann nimmt man als nächstes ihr Maximum.
sei M-Schlange, Schlange das Maximum aus M und M-Schlange. Und dann sind wir fertig, indem wir folgende Gleichungskette durchführen. Also wir wollen jetzt f von Beta irgendwie Schritt für Schritt, wir brauchen einen Zwischenschritt, auf f von Alpha bringen. Was wissen wir über f von Beta im Vergleich zu f von anderen Dingen? Naja, wir wissen, dass wir das Analogon von viertens haben für Beta statt für Alpha. Weil wir viertens einfach nochmal wiederholen könnten. Das heißt, wir wissen jetzt, dass wenn wir hier etwas hinschreiben, was bis zu m Schlange dieselben Werte wie Beta hat und irgendwann später Nullen, dann wissen wir, dass dieses Gleichheitszeichen stimmt. Ja? Also mache ich das. Die Begründung wird viertens sein, aber für Beta statt für Alpha. Und da schreibe ich eine Funktion hin mit, wir können auch diese Dollarnotation verwenden vom letzten Mal. Ich schreibe hier Beta von 0 bis Beta von m Schlange Schlange minus 1. Und dann geht es immer mit Nullen weiter. So, das ist zur Erinnerung, hoch Dollar meinte die Funktion, deren Wertetabelle durch die Liste gegeben ist, die da steht. Ja? Also zum Beispiel, wenn man diese Funktion 0 einsetzt, kommt halt Beta von 0 raus. Wenn man in diese Funktion groß m Schlange Schlange einsetzt, kommt diese 0 raus. So, wir sehen, das endet auf lauter 0 und hat das Anfangsstück bis groß m gleich wie Beta, deswegen stimmt das Gleichheitszeichen. So, und dieses Gleichheitszeichen stimmt wegen viertens. Denn was hier eingesetzt ist, ist etwas, was auf Nullen endet. Und was das ganze Anfangsstück bis groß m genauso hat wie Alpha. Bis groß m hat es nämlich genau dasselbe wie Beta, aber Beta ist ja dasselbe wie Alpha bis groß m. So sind wir durch. Fragen? Bitte. Ich hänge jetzt ein bisschen beim zweiten Vier, also beim zweiten ist letztes Zeichen. Ja. Und zwar nehmen wir mal einfach an, das Groß-M ist echt kleiner als das M-Schlange. Gut, kann sein. Dann kommen ja nicht nur Nuller danach. Also bis zum Punkt M-1. Ja. Stimmen sie überein, dann habe ich aber irgendwie Werte, die ungleich Null sind. Richtig, genau. Aber was wir bei viertens brauchten, war nicht, dass es Da hatte ich mich kurz verschrieben das letzte Mal. Was wir bei viertens brauchten, war nicht, dass es 0 wird, so direkt nach m, sondern nur, dass es irgendwann später 0 wird. Ich sollte das vielleicht auch nochmal hinschreiben. Also wenn ich das richtig ausschreibe, das ist mit diesem größer, größer gemeint, diese Notation aus der Analysis. Und existiert ein groß p aus n, sodass Gamma von m gleich 0 ist für alle m ab p. Und dann passt es, gell? Ja, genau. Genau. Ja. Ja, also eventuell ist das mein Lieblingsbeweis in der Mathematik ab jetzt oder so. Nach der Irrationalität von Wurzel 2. Weil er halt echt irgendwie nice ist. Und weil ich sehr positive Erinnerungen an diese Nacht bis 5 Uhr hatte. Sonst noch Fragen? Gut, dann lasst uns direkt zum nächsten kommen.
Ich will zeigen, dass es genau ein Modell von Hating-Arithmetik gibt und kein einziges Modell von Peano-Arithmetik. So, das sind, ja, bitte? Ja, erkläre ich natürlich nicht. Das ist klassisch auf jeden Fall eine falsche Aussage. Denn es gibt ja Modelle von PA, nämlich die natürlichen Zahlen zum Beispiel in der klassischen Metatheorie. Und außerdem ist es völlig falsch, dass es nur ein Modell von HA gibt. Denn wir haben auf dem Übungsblatt zum Beispiel gesehen, dass man überabzählbar unendlich viele Modelle von PA bauen kann. Und jedes von denen ist dann auch ein Modell von HA. Das war diese Sache mit, wir starten mit PA, dann liefert uns, dann haben wir so einen Gödelsatz, dann wissen wir, wir können diesen Gödelsatz dazu nehmen zu PA, wir können auch die Negation dazu nehmen und das werden wieder konsistente Theorien sein. Auf jede dieser beiden ist wieder Gödel anwendbar, das heißt, wir kriegen hier wieder zwei Theorien raus, die auch in sich konsistent sind, die auch nicht bottom-up leiten, hier wieder. Und das können wir weiter und weiter machen und dann bekommen wir für jeden Pfad in diesem Baum, und es gibt überabzählbar nicht viele Pfade, kriegen wir jeweils eine konsistente Theorie, eine Theorie, die PA umfasst, die nur ein Modell hat. Und so kriegen wir eben raus, dass in klassischer Logik, dass sie überhaupt nicht stimmen kann, dass es nur ein Modell von HA gibt, weil es überhaupt zum Beispiel natürlich viele Modelle sogar von PA gibt. Okay, und das kann man ein bisschen schade finden, denn die Aufgabe von den Axiomen war doch eigentlich, so ist man auf die gekommen, dass man irgendwie den Wesenskern einfängt von Arithmetik. Dass man irgendwie rausfindet, was sind denn die Axiome, die Arithmetik wirklich ausmachen, mit dem Ziel, alles, was dann wahr ist, alles, was für die echten natürlichen Zahlen stimmt, auch formal beweisen zu können, nur aus den Axiomen heraus. Wir wissen, dass wir den Vollständigkeitssatz haben, der sagt, wenn eine Formel in allen Modellen stimmt, dann ist sie auch ableitbar. Aber was wir eigentlich haben wollen würden, wäre, wenn eine Formel für die echten natürlichen Zahlen stimmt, dann ist sie auch ableitbar. Und das ist halt in der klassischen Welt völlig falsch, weil es ganz viele Modelle von PA gibt. So, aber unter diesen komischen Voraussetzungen gibt es genau ein Modell von HA. Das heißt, dann wird diese Vision von den frühen Axiomatikerinnen Wirklichkeit. Was waren nochmal diese beiden Axiome? MP war Markovs Prinzip. Das war also, ich kann es auch nochmal hinschreiben, dann haben wir das beisammen. MP war folgendes Axiom. Sollten wir eine Formel Phi haben, wo eine freie Variable n vorkommt. Und wir wissen für alle n, dass Phi oder nicht Phi gilt. Und wir wissen, dass es nicht der Fall sein kann, dass es kein n gibt, sodass Phi gilt. Dann gibt es wirklich ein n, sodass Phi gilt. Das ist klassisch eine Trivialität. Intuitionistisch lässt sich es nicht zeigen. Im Realisierbarkeitsmodell gilt es aber trotzdem. Zur Erinnerung, der Realisierer dafür war ein Programm, was eben so ein Phi-Check-Programm eingelesen hatte als erstes Argument. Und irgendein Realisierer hiervon, aber das ist eine negative Aussage, deswegen nicht interessant. Und dann hat das Programm einfach von null beginnend an alle natürlichen Zahlen durchprobiert, bis irgendwann dieses Phi-Check-Programm gesagt hat, jupp, ist wirklich eine Zahl, die Phi erfüllt. Und dann hat es halt diese Zahl ausgegeben. Wir wissen, dass dieses Programm nicht hält. Und wenn wir Markovs Prinzip in der Metasprache annehmen, wissen wir, dass es hält. Ja? Also für den Fall, dass wir Markovs Prinzip in der Metasprache annehmen, wird Markovs Prinzip auch im Realisierbarkeitsmodell realisiert. So, und dann hatten wir CT. Das ist die formale Church-Turing-These. Die echte Church-Turing-These, die besagt, das ist keine These der Mathematik, sondern der Physik oder so, oder der realen Welt, die besagt, jede Funktion, die in diesem Universum berechenbar ist durch irgendwie Maschinen, lässt sich auch durch eine Turing-Maschine berechnen. Ja, viele Leute glauben, dass das stimmt, manche auch nicht, weil sie sagen, vielleicht können ja Quantencomputer irgendwie mehr oder vielleicht kann ich einen Computer in den Orbit von einem schwarzen Loch schicken und dann kann es in für uns endlicher Zeit unendlich viel berechnen oder so. Aber die meisten Leute, die Mainstream-Haltung ist, CT zu akzeptieren. Die formale Church-Turing-These, die besagt Folgendes. Für jede Funktion von n nach n gibt es eine natürliche Zahl e, sodass die e-te Turing-Maschine dasselbe Ein-Ausgabeverhalten zeigt wie f.
Die sagt, drückt also aus, dass jede Funktion von n nach n berechenbar ist. Nicht unbedingt jede Funktion, die dieser realen Welt berechenbar ist, das ist keine mathematische Aussage, aber dass jede Funktion von n nach n berechenbar ist. Klassisch natürlich extrem falsch, weil ich kann ganz viele Funktionen hinschreiben, die nicht berechenbar sind. Zum Beispiel die Haltefunktion, zum Beispiel Busy Bieber, zum Beispiel tausend andere. Aber eben realisiert, sogar ohne Annahmen an die Metasprache im Realisierbarkeitsmodell. So, und unter diesen beiden Annahmen können wir jetzt beweisen, dass es genau ein Modell von HA und kein einziges Modell von PA gibt. Ja. Sei M ein Modell von HA. Dann zeigen wir jetzt, dass jede Zahl in M Standard ist. Jede Zahl in M ist Standard. Was heißt das nochmal zur Erinnerung? Das heißt, von der Form Interpretation von S von S von 0. Hier stehen n viele S'e. Und n dabei ist irgendeine gescheite natürliche Zahl. Das wollen wir zeigen. Wenn wir das geschafft haben zu zeigen, dann folgt die erste Zeile der Behauptung. Denn wir haben auf jeden Fall eine Abbildung von n in das Modell M, indem wir nämlich die natürliche Zahl n schicken auf genau das da. Diese Abbildung ist immer injektiv. Und jetzt ist sie auch surjektiv, weil wir jetzt wissen, dass jede Zahl Standard ist. Damit ist sie bijektiv und so wird sie ein Isomorphismus von Modellen. Sie ist deswegen immer injektiv, weil das wieder schon so eine Sache ist, die HA oder sogar IQ zeigt. Tue ich jetzt mich nicht aushalten. Wie zeigen wir das? Wir zeigen das dadurch, indem wir eine scheinbar leicht schwächere Aussage zeigen. Dazu zeigen wir, es ist nicht der Fall, dass es eine Zahl C gibt in dem Modell M, sodass C nicht Standard ist. C ist nicht Standard, meint die Verneinung, die Negation von Standardness. Das heißt, dass es eben für kein N stimmt, dass das da gilt. Dass die Zahl C gleich dem da hinten ist. In klassischer Logik wäre das äquivalent zu der Behauptung hier, intuitionistisch nicht. Deswegen habe ich gesagt, dass es was Schwächeres ist. Aber wir haben ja noch MP zur Verfügung, Markus Prinzip. Und Markus Prinzip erlaubt es uns, aus dem da das dazu folgern. Denn wir wissen jetzt schon, es kann nicht sein, dass C nicht Standard ist. Um jetzt rauszufinden, gleich welcher Standardzahl es ist, müssen wir nur von 0 an beginnend alle Zahlen ausprobieren. Und irgendwann wissen wir, dass wir eine Zahl treffen werden, die gleich C ist. So wird es wieder realisiert. Okay, und diese negierte Aussage zeigen wir jetzt mit einem angenommen doch, so wie man negierte Aussagen oder angenommen schon, so wie man negierte Aussagen immer zeigt. Ja? Angenommen schon sei also C in M nicht Standard. Wenn man im Business drin ist, dann macht man da kein Leerzeichen zwischen nicht und Standard. Aber ich wollte hier gerade betonen, dass es wirklich um die Negation von Standardheit geht. Nicht, dass man denkt, dass vielleicht Nicht-Standardheit als ein Begriff geschrieben, dass das irgendwie ein primitiveres Konzept wäre, was irgendwie eine andere Definition hätte. So. Und ich habe eine besondere Einladung an alle Leute, die sich ein bisschen in der theoretischen Informatik auskennen. Sobald ihr wisst, wie der Beweis zu Ende geht, könnt ihr Bingo rufen oder so. Ich definiere jetzt nämlich eine Menge groß R.
nämlich die Menge derjenigen natürlichen Zahlen, für die Folgendes gilt. Für die aus Sicht des Modells gilt, dass es ein M gibt aus den natürlichen Zahlen, sodass M kleiner ist als C. C ist Teil des Modells. Und sodass die nte Turing-Maschine bei Eingabe von N in weniger als M Schritten gehalten hat mit 0. Und die nte und sagen wir einfach so, mn von n hält in weniger, ich will das gerade nochmal übersichtlich schreiben, ja? Einfach mn von n hält in weniger als c Schritten mit 0. So. Dann lasst mich nochmal schauen, ob ich da 0 haben will oder 1. Ja, 0 ist gut. Mn von n, die nte Turing-Maschine hält bei Eingabe von n in weniger als c Schritten mit 0. Ich muss das natürlich als arithmetische Aussage umformulieren, aber das kann ich irgendwie machen. Einzige Schwierigkeit ist die Zahl c. Für c habe ich keinen Term in HA. Aber ihr wisst, wie man das eigentlich umschreiben kann. Ich schreibe dann hier eine freie Variable hin und tue dann hier so eine Variablenbindung dazu und sage, dass diese freie Variable eben mit dem Wert c belegt werden soll. So kann ich das machen, ja? Gut. Dann stelle ich folgendes Faktum fest. Für alle natürlichen Zahlen gilt, dass n nicht in R liegt oder n schon in R liegt. So, das ist natürlich nichts Triviales, weil wir intuitionistische Logik betreiben. Müssen wir auch, weil ich will das im Realisierbarkeitsmodell anwenden, da gilt nun mal nur ein bisschen mehr als intuitionistische Logik. Warum stimmt das? Naja, also das da hinten ist ja die Aussage, dass mn von n hält in weniger als c Schritten mit 0. Und das ist halt die Aussage, dass mn von n das nicht tut. So, intuitionistisch kann man nicht beweisen, dass jede Turing-Maschine hält oder nicht hält. Man kann auch nicht beweisen, dass jede Turing-Maschine mit 0 hält oder nicht. Aber man kann für alles, was HA für eine Zahl hält, beweisen, dass mn von n in weniger als so und so viele Schritten mit 0 hält oder nicht. Aus Sicht von HA ist das nämlich eine endliche Aussage, die kann HA einfach überprüfen durch Abgehen der Fälle. Also ein bisschen formaler ausgedrückt, ich kann einfach in HA zeigen, durch Induktion über x, dass für alle x gilt, dass mn von n in weniger als x Schritten mit 0 hält oder nicht. Ja? Gut, und weil ja m ein Modell von HA ist, gilt auch alles, was ich in HA beweisen kann, also gilt eben genau das, was ich behaupte. Gut. Und jetzt definieren wir noch zwei Mengen A und B. Sei A die Menge derjenigen Ns, sodass die nte Turing-Maschine bei Eingabe von n hält, in so und so vielen Schritten, ist mir egal wie viel, und zwar mit 0. Hält mit 0 als Ergebnis. Und sei B ganz analog, aber hält mit 1. Die natürlichen Zahlen, sodass die nte Turing-Maschine bei Eingabe von n gar nicht hält, sind dann also weder in A noch in B drin. Und auf der anderen Tafel möchte ich jetzt folgende Beziehung nachweisen zwischen den Mengen A, B und R. Das insgesamt sind die natürlichen Zahlen. A ist diese Menge, R ist irgendeine größere Menge und B soll im Komplement von R enthalten sein. Das wäre ein erster Moment, wo jemand Bingo rufen könnte. Nö, A ist in R enthalten. Lasst uns das sehen, ja? Also erste Zwischenbehauptung. Ich will die nicht durchnummerieren. Behauptung, A ist eine Teilmenge von R. Warum?
Also seine natürliche Zahl in a enthalten. Dann wissen wir, mn von n hält mit irgendeiner Zahl, also hält nach so und so vielen Schritten mit der Zahl 0. Die Anzahl dieser Schritte sei w und w ist eine natürliche Zahl. So. Dann wissen wir auch, dass Hating-Arithmetik zeigt, dass mn von n nach w Schritten, nach w-Unterstrich Schritten mit 0 hält. Das wissen wir aus dem Kapitel von damals zur Darstellung von Funktionen in IQ oder in HA. Endliche Rechnungen kann HA immer nachprüfen. Auch wenn HA vielleicht nicht zeigen kann, dass eine Funktion auf allen Eingaben terminiert oder so. Es kann nachweisen, dass wenn wir eben extern wissen, dass es in W-Schritten terminiert, dann kann HA diesen Umstand auch nachweisen. So, also lässt sich also in HA nachweisen, dass mn von n nach W-Schritten mit 0 gehalten hat. Und daher gilt das auch in dem Modell M. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Lemma, um einzusehen, dass das stimmt. Nämlich aus Sicht von M sind alle Numerale, alle Sachen von dieser Form echt kleiner als c. Und das hatten wir in der Übung gesehen. Also hier geht ein, dass M glaubt, dass w kleiner als c ist. Für alle w in den natürlichen Zahlen. Dass R echt größer ist als A? A priori schon. Weil du könntest doch eine Turing-Maschine haben, die nicht hält, aber die halt schon in diesem Nicht-Standard-Modell hält. Zu einem transfiniten Zeitpunkt, C eben. Oder ein bisschen weniger als C, C minus 5. Da könnte sie dann halten mit 0. Das kann a priori passieren. Im Nachhinein natürlich wissen wir, das kann nicht mehr passieren, weil jedes Modell unter diesen Annahmen ist Standard. Aber grundsätzlich kann es schon passieren, dass eine Turing-Maschine nicht hält, aber in irgendeinem Standardmodell von PA schon. Dazu hatten wir auch ein Beispiel gesehen bei dieser Übungsaufgabe zur universellen Maschine, weil man die nach einem Beweis in PA gesucht hat, dass diese Maschine nicht M ausgeben würde. Und sobald sie den Beweis gefunden hat, hat sie M ausgegeben. Diese Maschine hält nicht, wenn du an die Konsistenz von PA glaubst. Aber wir haben eben nicht Standardmodelle konstruiert, wo sie eben dann schon hält zu einem späteren Zeitpunkt. Also es kann a priori schon sein, dass A eine echte Teilmenge von R ist. Ich will jetzt zeigen, dass B eine Teilmenge vom Komplement von R ist. B ist eine Teilmenge vom Komplement von R. Wie geht das? Seine natürliche Zahl n aus Groß B gegeben. Dann wissen wir, dass sie dass mn von n hält, nach so und so vielen Schritten mit der Zahl 1. Ganz genau wie eben wissen wir dann auch, dass aus Sicht des Modells die nth Turing-Maschinenbeigabe von n mit 1 hält. So, wir wollen jetzt zeigen, dass die Zahl im Komplement von R liegt. Wir wollen also zeigen, dass wenn sie in R läge, dass dann ein Widerspruch folgen würde. Gut, wenn sie in R liegen würde, dann würde das Modell auch glauben, dass sie schlussendlich hält, ist egal mit wie vielen Schritten, mit 0. Also in dem Modell würde es gelten, dass die Turing-Maschine mit 0 hält und mit 1. Aber Hating-Arithmetik zeigt, dass das ein Widerspruch ist. Ja, eine Turing-Maschine produziert, wenn sie denn ein Ergebnis produziert, immer nur ein Ergebnis. Damit haben wir einen Widerspruch und damit haben wir das gezeigt. Hier geht dann nochmal das von da oben ein und es geht eben ein, dass Turing-Maschinen eindeutige Ergebnisse liefern. So, also ist diese Skizze hier als korrekt erwiesen. Und jetzt verwenden wir das Axiom, was wir bisher noch nicht verwendet haben, nämlich CT. Nach CT existiert eine Zahl E aus den natürlichen Zahlen mit folgender Eigenschaft. Für alle natürlichen Zahlen stimmt Folgendes. Die e-te Turing-Maschine hält bei Eingabe von n, hält, und sollte sie mit 0 halten,
Das ist genau dann der Fall, wenn n in R liegt. Und sie hält genau dann mit 1, wenn n nicht in R liegt. Und ich will es anders machen, ne? So. Positiver. Woher weiß ich das? CT, das Axiom stand ja nochmal dran. Das muss ich auf irgendeine Funktion f anwenden. Auf welche Funktion wende ich das an? Auf die Funktion, die 0 oder 1 ist, je nachdem, ob n nicht in R ist oder n schon in R ist. Das ist eine Funktion von n nach n und das ist auch wirklich eine totale Funktion von n nach n. Denn ich weiß ja für jede natürliche Zahl, dass n nicht in R liegt oder n schon in R liegt. Das stand weiter oben. Ja, also kann ich wirklich diese Funktion hinschreiben. Sie ist eine total definierte Funktion. Und auf diese kann ich jetzt CT anwenden und kann also folgen, dass so eine natürliche Zahl e existiert, die dasselbe ein Ausgabeverhalten zeigt wie f. Sodass das also immer terminiert und zwar genau dann mit 0, wenn der obere Fall eingetreten ist und genau dann mit 1, wenn der untere Fall eingetreten ist. So, und jetzt frage ich mich, von dieser Zahl e, liegt sie in m? Liegt sie in b? Das will ich mich fragen. Und die Antwort ist, liegt nicht in b. Behauptung, e liegt nicht in b. Beweis, angenommen schon. Angenommen schon. So, dann können wir einfach nachschauen, was das bedeutet. Dann hält die Ausführung der Eth-Turing-Maschine bei Eingabe von E. Die hält, und zwar mit der Zahl 1. Wir sehen, wann genau die Eth-Turing-Maschine bei irgendeiner Eingabe 1 liefert, nämlich genau dann, wenn die Eingabe in R liegt. Das also folgt mit dem da oben. So, das kann jetzt aber nicht ganz sein, denn nach Widerspruchsannahme liegt ja e in Groß B und b ist eine Teilmenge vom Komplement von R. Andererseits e Element b und das ist eine Teilmenge vom Komplement. Also haben wir ein Widerspruch. E liegt somit nicht in B. Das ist natürlich an sich noch nichts Schlimmes. Ja? Das ist jetzt einfach ein Fun Fact über E. Ja? Und jetzt folgen wir dem Widerspruch. Wir wissen, ME von E hält auf jeden Fall. Mit einer dieser Zahlen als Ergebnis, 0 oder 1. Dass es mit 1 liegt, haben wir gerade ausgeschlossen. Also muss es mit 0 halten. Ja? Also da wir eben gesehen haben, dass E nicht in B liegt. Und wenn es mit 0 hält, wissen wir, dass E in A liegt. Wenn es in A liegt, dann liegt es auch in R, weil A eine Teilmenge von R ist. Und wenn es in R liegt, muss es 1 produzieren. Das ist aber ein Widerspruch zu ein bisschen weiter links. Da stand dran, dass es 0 ist. So haben wir insgesamt einen Widerspruch ohne irgendwelche Annahmen. Außer denen, die oben dran standen. Und so sehen wir eben, dass es nicht sein kann, so eine Nicht-Standard-Zahl existiert. Also mit Markus-Prinzip ist jede Zahl Standard. Also ist M ein zu dem Standardmodell der natürlichen Zahlen, groß N mit MathBB, Isomorph. Lass uns noch schnell den zweiten Teil hier zeigen. Zeigen, dass es kein einziges Modell von PA gibt.
das folgt sofort, das können wir mündlich machen. Sei M irgendein Modell von PA, dann ist es ja auch ein Modell von HA. Also ist es das Standardmodell von HA, weil andere Modelle gibt es nicht. Wir wissen aber, das Standardmodell von den natürlichen Zahlen, die echten natürlichen Zahlen, die sind kein Modell von PA unter diesen Annahmen. Weil CT eine antiklassische Annahme ist. Ja? PA-Noarithmetik beweist das Gegenteil von dem. Und plötzlich gilt es. Also können die Standardzahlen, natürlichen Zahlen, unter der Annahme von CT kein Modell von PA bilden. Damit gibt es also gar kein Modell von PA. In einem gewissen Sinne fühlt sich PA also an, unter diesen Voraussetzungen, als ob es inkonsistent sei. Das nicht im wörtlichen Sinne, schon PRA beweist, dass HA genau dann konsistent ist, wenn PA es ist. Und unter diesen Annahmen glauben wir schon, dass HA konsistent ist, weil wir ein Standardmodell zur Verfügung haben. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, weil es gibt halt zumindest in klassischer Logik den Satz, dass eine Theorie genau dann konsistent ist, wenn sie ein Modell besitzt. Den haben wir auch bewiesen. Und jetzt kommt eben raus, PA besitzt kein Modell. Deswegen fühlt es sich so an, als sei PA inkonsistent. Also mit nüchternen Quantoren bin ich immer ein bisschen schlecht. Ja, aber sehr gut. Wir wollen eigentlich haben nicht existiert und wir haben doch nicht existiert nicht jetzt. Oder? Ja, aber das ist okay. Also wir haben... Wir haben bewiesen, es ist nicht der Fall, dass ein C im Modell existiert, welches nicht Standard ist. So, ne? Gut. Und das ist dasselbe wie folgendes. Lasst mich nur die... Ich bin auch schlecht in Verneinungen, ja? Darf ich das so schreiben? Ja, hoch n. Einfach iterierte Ausführung von S. Also du stimmst überein, dass wir das obere gezeigt haben, ne? Und willst jetzt noch sehen, warum wir eigentlich das untere gezeigt haben. Ja. Gut. Naja. Also die Definition von Standard ist ja genau diese hier. Genau, lass mich Folgendes machen. Es gibt folgende Regel. Nicht, es gibt, ist dasselbe wie für alle nicht. In klassischer Logik gibt es auch noch diese Regel. Die ist Quatsch, intuitionistisch. Aber die obere stimmt. So, das heißt, ich kann dieses nicht einmal reinziehen. Und dann haben wir genau das, was ich sagen wollte. Ja? Dass die Regel da unten Quatsch ist, kann man sich für Holk sofort klar machen. Also die Richtung von links nach rechts ist Quatsch, die andere ist okay. Nur, dass ich weiß, dass irgendwas nicht stimmt, erlaubt mir doch nicht, einen Zeugen für etwas zu finden. Wenn ich MP habe, dann sieht die Sache wieder anders aus. Dann hängt es eben davon ab, worüber hier quantifiziert wurde und ob ich prüfen kann von der Eigenschaft, die hier gar nicht an der Tafel steht, ob ich die prüfen kann immer. Aber im Allgemeinen kann die Richtung von links nach rechts gar nicht stimmen. Ja? Jo. Sorry, ich verstehe es noch nicht ganz. Also wir haben doch jetzt da schon in der dritten Zahl nicht dasselbe Stimmen wie in der ersten Zahl, oder? Ach so, ah, weil das Zeichen falsch ist. Fuck, okay, ja. Stimmt, du hast recht. Genau, dann müssen wir nochmal irgendwas machen. Also. Also ich würde mir sehr schwer tun, damit zu glauben, dass diese Aussagen wirklich äquivalent sind. Ja, ja, nee, es war jetzt nicht direktes Nachrechnen. Du willst die zweite Zeile willst du zeigen. Nein, die zweite Zeile, genau, stimmt, die zweite Zeile will ich zeigen, ja. Und die erste habe ich gezeigt. Okay, dann machst du es direkt, du fängst ja an mit nicht, es gibt so eine Standardzahl. Ja. Und dann weißt du aber auch das erste und dann... Aha. Okay, lass mich das versuchen. Also ich, ja, wir probieren es einfach kurz und sonst hören wir auf, weil zumindest ich kann an der Tafel nicht über Negation nachdenken.
Also das erste haben wir bewiesen, ja? Gut. Jetzt wollen wir versuchen, das zweite zu beweisen. Wir wollen das ohne Tricks machen, einfach lass es beweisen. Das ist eine negierte Aussage. Also angenommen schon, angenommen das hintere gilt. Genau, und dann, das heißt, also angenommen, es ist nicht der Fall, dass eine Moment, genau da, wir haben auch was, genau, hier ist auch noch was anderes faul. Ich wollte, genau, also diese nicht zueinander äquivalent. Aber einfach, weil wir ein Negationszeichen irgendwo vergessen haben, möglicherweise hier oder so. Aha, okay. Nee. Ich weiß jetzt, tut mir leid. Ich schaue noch, ob ich das links falsch hingeschrieben habe. Ja, das hatte ich links auch falsch hingeschrieben. Also sehr gut, dass ihr da aufgepasst habt. Also, was der Beweis links tatsächlich gezeigt hatte, der Beweis, den wir eben durchgeführt haben, ja, war folgendes. Ich korrigiere das gleich an der linken Tafel. Wir haben gesehen, für alle Elemente von M kann es nicht sein, dass C nicht Standard ist. Kann es nicht sein, dass C nicht Standard ist. C ist nicht Standard. Das ist, was wir links wirklich bewiesen haben. Ausgeschrieben, es ist nicht der Fall, dass es nicht Standard ist. Nicht. Und jetzt die Behauptung, dass es Standard ist. Die Behauptung, dass es Standard ist, lautet, es gibt eine natürliche Zahl, sodass C von der Form ist. Ja? Das haben wir bewiesen. So. Und von dieser Aussage hier hinten wissen wir, dass sie stimmt oder nicht stimmt. Denn Hating-Arithmetik beweist, dass je zwei Zahlen gleich sind oder ungleich sind. Und weil Hating-Arithmetik das beweist, gilt es auch in M. Das ist ja eine Gleichheit in M. So. Und jetzt folgt mit Markus Prinzip. Also mit MP folgt für alle Zahlen in M. Ja, und jetzt kann ich die beiden nichts weglassen. Folgt das hintere, das heißt, alle Elemente aus M sind Standard. Und das ist, was wir eigentlich zeigen wollten für die Surjektivität. Und das war überhaupt nicht das, was ich links als Ziel formuliert hatte. Wir zeigen, jede Zahl in M ist Standard. Und also dazu zeigen wir ein bisschen konkreter. Zeigen wir, für alle C in M kann es nicht sein, dass C nicht Standard ist. So, und der Rest des Beweises hat diese Behauptung weit nachgewiesen. Angenommen schon, sei also eine, oder ja, nur muss ich das angenommen schon grammatikalisch eins weiter nach rechts bewegen, ja? Sei also C aus M mit C mit nicht Standard, Alter, sei C aus M gegeben, angenommen, C ist nicht Standard. So, wenn C nicht Standard ist, dann geht der restliche Beweis durch. Ja? Dann stimmt es nämlich, dass all die Echtnumerale kleiner sind aus wie C aus der Sicht von M und wir haben diesen Beweis und so weiter. So haben wir für jedes einzelne C nachgewiesen, dass es nicht sein kann, dass es nicht Standard ist. Mit MP folgt, dass wir für jedes einzelne C nachgewiesen haben, dass es Standard ist. Vielen Dank. Genau, für das nach dem Nicht-Nicht, also die Behauptung, dass C konkret die n-te natürliche Zahl ist, für die wissen wir, ja, das stimmt oder ja, das stimmt nicht, weil Hating-Arithmetik beweist. Also das ist entscheidbar. Aussagen, für die man Phi oder nicht Phi weiß, heißen entscheidbar. Ist entscheidbar, da Hating-Arithmetik beweist, für alle x und y aus n, x gleich y oder nicht x gleich y. Genau. Und das hier war einfach ein Beweisschritt, der gerade noch fehlte. Ja, also das war wirklich eine sehr gute Anmerkung. Jetzt sind wir durch. Ich will noch eine Anmerkung machen. Und zwar, in welchem Setting
wir diesen Beweis jetzt eigentlich verwenden können. Ich habe diesen Beweis gerade ja auf Deutsch geführt, also informal. Und in welchem Setting habe ich ihn eigentlich geführt? Ich habe ihn geführt in konstruktiver Mengenlehre. Ich habe ja hier mit Mengen um mich geworfen. Unter diesen beiden Zusatzannahmen. Ich würde ihn eigentlich gerne geführt haben im Realisierbarkeitsmodell. Ich würde gerne sagen, diese Aussage, die da oben steht, wird realisiert. Nur ganz momentan fehlen uns noch die sprachlichen Mittel, um das zu formulieren. Denn aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, der offensichtlich ist, ist, uns fehlen momentan die sprachlichen Mittel, um innerhalb des Realisierbarkeitsmodells eigene Mengen neu aufzumachen. Und zweiter Grund, ein bisschen versteckt, was ist denn eigentlich ein Modell? Ein Modell ist eine Menge. Okay, das könnte eine moderate Menge oder eine Assembly zum Beispiel sein, da wüssten wir, was das bedeuten soll. Aber zusammen mit so einer Relation. Und wir haben auch nicht darüber gesprochen, wie wir Relationen intern in der Realisierbarkeitswelt genau fassen. Deswegen ist es momentan für euch noch nicht möglich, vor diesen Beweis oder vor die Aussage da oben so ein Realisierbarkeitszeichen zu setzen. Einfach weil wir momentan noch nicht wissen, wie man zum Beispiel mit Mengen umgehen kann. Das werden wir aber noch lernen. Das hier gehört zur Logik höherer Ordnung und wir werden noch lernen, wie das geht. Das ist eben die interne Sprache von Topoi. Und dann könnt ihr nachträglich hier dann doch wieder dieses Realisierbarkeitszeichen davor setzen. Also im effektiven Topos stimmt es, dass es genau ein Modell von HA gibt. Braucht man dann auch so eine höhere Version vom Markov-Prinzip? Nee, nein, nur das. Genau. Die Menge übrigens könnte man hier noch eliminieren, indem man sagt, ich wollte hier nicht wirklich eine Menge definieren, das war nur eine praktische Abkürzung. Ich könnte auch einfach sagen, also überall, wo n in r steht auf dem Beweis oder n nicht in r, schreibe ich einfach halt die Formel hier hin oder die verneinte Formel. So könnte ich zumindest die Mengen eliminieren. Aber was ein Modell ausmacht, diese Relation, die kriege ich auf diese Art und Weise nicht weg. Genau, also später werden wir sehen, dass das wirklich eine Aussage ist, die im effektiven Topos gilt. Genau, und das ist also für jemand, der das doof findet, dass es so viele Modelle in Logik erster Ordnung gibt, der kann also einfach im effektiven Topos Mathe machen. Dort gibt es genau eins. Ich möchte nur noch anschreiben als letztes, von wem dieses Theorem stammt. Es stammt nämlich von mehreren Leuten. Unter anderem Benno van den Berg, cooler Typ, zusammen mit Joop van Osten. Die haben das 2014 gemacht. Die haben aber aufgebaut auf eine Arbeit von Charles McCarthy, der diese 1987 veröffentlicht hat. Und sehr, sehr verwandt, wenn auch nicht genau dasselbe Wortlaut von der Behauptung, aber der Beweis ist extrem ähnlich, ist von Stanley Tenenbaum. Und der hat seine Arbeit schon 1959 veröffentlicht. Stanley Tenenbaum hat bewiesen, da gab es zwar gerade frisch schon die Realisierbarkeitswelt, aber er hat es nicht in diese Worte gefasst. Er hat bewiesen, es gibt kein berechenbares Nicht-Standardmodell der natürlichen Zahlen. Im Wesentlichen mit derselben Beweisidee, mit so einem A, R und B, aber ein bisschen anderer Unterbau. So, und es hat niemand Bingo gerufen, das hätte aber jemand können, denn man kann folgende Bemerkung treffen. In der theoretischen Informatik, in der TI, nennt man zwei Mengen A und B, Teilmengen von N, genau dann rekursiv separabel, falls eine rekursive Menge R mit A Teilmenge R und B Teilmenge Komplement von R existiert. Und rekursiv heißt, dass eine Turingmaschine existiert, sodass für alle natürlichen Zahlen gilt, dass ME von N hält,
Und ich habe nicht Lust, das nochmal abzuschreiben. Ganz genau das wie hier hinten. Wie dort. Ja? Dann heißt eine Menge rekursiv in der theoretischen Informatik. Und man lernt eben in der TI, die Mengen A und B aus dem Beweis sind nicht rekursiv separabel. Man sagt dann auch, dass sie rekursiv inseparabel seien. Entschuldigung, ja. Was steht jetzt nochmal in diesen Klammern? Ja, in dieser Klammer steht das, was hier steht. Und in der nächsten Klammer steht das, was hier steht. Okay. Also es gibt also eine Turing-Maschine, die rausfindet, ob eine natürliche Zahl n in R liegt oder nicht in R. Sowas heißt rekursive Menge. Ja? Zwei Fragen zum zweiten Teil von der Theorie. Ja? Und zwar, wieso können wir aus der Church-Turing-These außerhalb irgendwie die auch in HA nachweisen? Das habe ich nicht behauptet, dass man das kann. Weil es nicht das Wiegand-Beweis nochmal für den zweiten Teil? Warum es kein Modell von PA gibt? Sei M ein Modell von PA, dann ist es auch ein Modell von HA, dann ist es das Standardmodell der natürlichen Zahlen, aber im Standardmodell der natürlichen Zahlen gilt jetzt komischerweise CT. Dann mach Folgendes. Du hast recht. Ich kann nicht sagen, dass im Standardmodell die CT gilt, weil im Standardmodell kann ich nicht über Funktionen sprechen. Aber nimm CT und leite daraus irgendeine antiklassische Konsequenz ab, die man direkt in Hating-Arithmetik formulieren kann. Und dann weißt du, dass diese im Standardmodell gilt, aber PA sie nicht zeigt, weil sie antiklassisch ist. Ja? Also zeigt zum Beispiel, dass Folgendes nicht der Fall ist, für jedes E gilt, dass die E-Turing-Maschine hält oder nicht hält. Zum Beispiel das. Ja? Und zweite Frage? Das waren jetzt schon ab. Alles klar. Die zweite war quasi, warum ja. PA die negierte. Okay, ja. Okay, genau. Nee, genau, das war versprochen. PA zeigt, PA schweigt sich völlig aus über CT, einfach weil PA CT nicht formulieren kann. Genau, danke. Ich wollte hier noch eine Sache zu dieser Bemerkung sagen. Und zwar, ich hatte doch schon ein paar Mal gesagt, dass man quasi die Sprache in einer TI-Vorlesung vereinfachen kann, indem man überall das Wort berechenbar wegstreicht und einfach am Anfang sagt, hey, alles, was kommt in den nächsten 15 Wochen, damit meine ich, dass es im Realisierbarkeitsmodell gilt. Da habt ihr hier nochmal ein Beispiel davon gesehen. Also, was die TI-Leute rekursiv separabel nennen, können Leute, die im effektiven Topos, im Realisierbarkeitsmodell arbeiten, einfach wie folgt nennen. A und B heißen genau dann rekursiv separabel, wenn es eine Menge R gibt, irgendeine Menge, sodass A Teilmenge R ist, B Teilmenge Komplement ist und sodass für jede natürliche Zahl stimmt, dass sie in R liegt oder nicht in R liegt. Die externe Interpretation von der Aussage, dass für jede natürliche Zahl es stimmt, dass sie in R liegt oder nicht in R liegt, ist genau die Rekursivität der Menge. Ne? Wenn ich aus interner Sicht habe, also in der Realisierbarkeitssicht habe, es wird realisiert, für alle n, n liegt in R oder n liegt nicht in R, dann weiß ich ja, was das bedeutet, nämlich dass es eine Turing-Maschine gibt, die ein n bekommt und dann eben mir sagt, welche der beiden Fälle eingetreten ist. Das ist genau so ein E. Und wenn also die TI-Leute sagen, dass diese beiden Mengen A und B nicht rekursiv separabel sind, können Leute, die im effektiven Topos wohnen, auch einfach sagen, es gibt keine entscheidbare, herauslösbare Teilmenge R der natürlichen Zahlen, sodass A in R liegt und B im Komplement von R liegt. Eine Menge heißt genau dann herauslösbar, wenn die für jede natürliche Zahl gilt, dass sie in der Menge liegt oder nicht in der Menge liegt. Ja, und so wurde die Sprache ein kleines bisschen vereinfacht. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Ich hätte jetzt Bock, Super-Turing-Maschinen einzuführen.
Also zu Super-Turing-Maschinen. Also das ist dann irgendein Unterabschnitt. Die heißen manchmal auch Hyper-Turing-Maschinen und die beiden Erfinder von denen haben sie Infinite-Time-Turing-Machines genannt. Infinite-Time-Turing-Machines. So, und die beiden wurden erfunden, oder ITTMs, ja? ITTM. Und die wurden erfunden von Joel David Hamkins. Was klar ist, dass er sowas erfinden würde. Und das ist jetzt doof. Einer zweiten Person. Andy irgendwas. Okay, vielleicht will es jemand googeln, damit wir es schnell an die Tafel schreiben können. Okay, und die Idee bei Super-Turing-Maschinen, STM, ist folgende. Super-Turing-Maschinen sind genauso wie normale Turing-Maschinen, aber die Zeitachse, entlang der sie arbeiten und laufen können, ist nicht der normale natürliche Zahlenstrahl, sondern der ordinale Zahlenstrahl. Sind wie gewöhnliche Turing-Maschinen, nur mit drei Unterschieden. Ich werde keine formale Definition geben, weil ich das schon bei Turing-Maschinen nicht ganz hinbekommen habe. Ja? Ich zähle einfach die Unterschiede auf. Die Zeitachse ist der ordinale Zahlenstrahl. Und zwar in kompletter Länge. Zur Erinnerung, der sah so aus, fing halt mit 0 an, dann kam 1, dann kam 2 und so weiter. Irgendwann kommt Omega. Anders als bei Nicht-Standard-Modellen gibt es nicht sowas wie Omega minus 1. Dann kommt Omega plus 1, dann kommt Omega plus 2 und so weiter. Irgendwann kommt Omega mal 2, dann kommt Omega mal 2 plus 1 und so weiter. Irgendwann kommt Omega mal 3 und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann nach langer, langer, langer Zeit kommt Omega mal Omega oder auch Omega Quadrat. Und dann geht es noch weiter, ja? Andy Lewis, danke sehr. Einer der von beiden ist halt die eindeutig bestimmte Person, die am meisten Punkte auf Math Overflow hat. Die andere nicht. Deswegen kannte ich die jetzt gar nicht. Also während so eine normale Turing-Maschine halt entweder zu einem endlichen Zeitpunkt hält oder sich in der Endlosschleife verfängt, hat eine Super-Turing-Maschine mehr Möglichkeiten. Die kann zum Beispiel an Tag Omega mal 3 halten. So, und jetzt müssen wir aber noch ein paar Dinge definieren, damit das ein wohldefiniertes Rechenmodell wird. Ihr wisst doch, Turing-Maschinen, ganz normale, die haben halt so ein endliches Regelwerk und zu jedem Zeitpunkt der Berechnung befindet sich die Turing-Maschine in einem Zustand. Was ist jetzt, wenn die Turing-Maschine so programmiert ist, dass sie immer zwischen Zustand A und Zustand B wechselt? A, B, A, B, A, B. Was wäre dann der Zustand an Tag Omega? Gleiches Argumentationsrecht für A und für B, ne? Wir müssen willkürlich da eine Definition treffen. Und die Definition, die man trifft, ist, es gibt einen designierten Limes-Zustand, so wie eine Turing-Maschine einen designierten Startzustand hat. Und immer bei zum Zeitpunkt von einer Limes-Ordinalzahl, wie Omega oder Omega mal 2 oder Omega mal 3, wird der Zustand der Super-Turing-Maschine fixiert auf diesen besonderen Limes-Zustand. Zustand. An Limes-Tagen, also an Tagen Alpha, wobei Alpha eine Limes-Ordinalzahl ist, also sowas wie Omega oder Omega mal 2, eine Limes-Ordinalzahl ist eine, die keinen direkten Vorgänger hat. Ja? An Limes-Tagen werden Super-Turing-Maschinen in einen designierten Limes-Zustand versetzt. Genauso wie zu einer vollständigen Angabe von einer gewöhnlichen Turing-Maschine die
Designierung von irgendeinem der Zustände als Startzustand gehört, gehört zu einer vollständigen Spezifikation der Supertunmaschine auch die Angabe von einem der Zustände, dass das der Limes-Zustand sein soll. Also muss man sich einen Ultrafilter wählen, oder? Wow, nein, warum? Okay. Hier war gerade die Frage, ob man sich einen Ultrafilter wählen muss. Ja. In meiner Vorlesung muss man sich keinen Ultrafilter wählen. Wie meinst du? Oder wie formalisiert man diese Wahl? Okay, nein, einfach, wenn du eine Supertunmaschine hinschreibst, ja, dann musst du einem der endlich vielen Zustände, okay, irgendwie besonders einkringeln, okay, um dem Leser klarzumachen, dass das der Limes-Ordinals, okay, Limes-Zustand von dieser einen Supertunmaschine, okay, sein soll. Aber das muss ja für alle Limes-Ordinals sein. Nein. Okay. Aha, okay, jetzt verstehe ich es. Nein. Ein Limes-Zustand, ja, der dann an allen Limes-Tagen verwendet wird. Okay, gut. Genau. Irgendwie schon, also die Frage ist gerade, ob jede Zahl, die nicht Standard ist, eine Limes-Ordinalzahl ist. Nein, also ich weiß, woher das kommt, aber nein. Der ordinale Zahlenstrahl hat extrem wenig zu tun mit irgendwie Nicht-Standard-Modellen von n. Das ist hier die Menge der Ordinalzahlen oder die echte Klasse von Ordinalzahlen, wie sie in Mengenlehre existiert. Die echten natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge davon, sehen wir hier vorne. Irgendwelche Nicht-Standard-Modelle sind keine Teilmenge davon. Ja, das sind einfach verschiedene Konzepte. Es fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, weil Nicht-Standard-Modelle haben ja auch Zahlen, die größer sind wie alle normalen Zahlen. Aber dann hört die Ähnlichkeit auch recht schnell auf, weil bei so einer Nicht-Standard-Zahl von einem Modell von PA kann ich halt auch nach links gehen und hier nicht. Also es gibt halt hier auf dem Zahlenstrahl irgendwo die Zahl 1 Milliarde und irgendwann 1 Fantastilliarde. Und irgendwann kommt Omega, aber die Zahlen direkt davor sind nicht sowas wie Omega 1 minus 1, Omega minus 2, sondern es sind einfach die normalen natürlichen Zahlen. Ja. Also Omega wäre jetzt so eine Limes-Ordinalzahl. Ja, Omega ist eine Limes-Ordinalzahl. Ich kann mal alle Limes-Ordinalzahlen, die hier an der Tafel stehen, einkringeln. Das heißt, da wären wir jetzt ein Limes-Zustand. Genau. Und wieso ist Omega plus 1 keine solche Limes-Ordinalzahl? Weil Omega plus 1 ist der Nachfolger einer Ordinalzahl. Haben die selber da irgendwie eine Zahl? Nö. Okay. Also wir müssen uns das so... Du willst dich halt ein bisschen kaputt machen, wenn das so wäre. Ja, genau, aber ist nicht so. Ja. Wir müssen uns das so vorstellen. Wir schmeißen die Supertunmaschine an und dann rechnet die erstmal. Ja? Tag 0, Tag 1, Tag 2. Sie brauchen immer einen Tag für den Rechenschritt. So, und irgendwann ist das Ende der Zeit erreicht. Das ist Tag Omega. Und da versetzen wir die Maschine wieder in diesen besonderen Limes-Zustand. Ein Tag später haben wir den Tag Omega plus 1. Der Schritt von Omega nach Omega plus 1 ist ein ganz normaler Rechenschritt von der Tunmaschine. Dann wie Omega plus 2 und so weiter und so weiter. Irgendwann ist ein zweites Mal das Ende der Zeit erreicht. Das ist Omega mal 2. Da wird die Tunmaschine wieder in denselben Limes-Zustand versetzt. Ein Tag später ist wieder normale Berechnung und so weiter. Und irgendwann später sind wir wieder Ende der Zeit, Omega mal 3. Und hier, da sind unendlich viele Enden der Zeit vergangen. Und dann sind wir halt dort. Und dann geht es immer noch weiter. Ist da eine Frage? Also um es klar zu machen, wenn die Turing-Maschine nicht terminiert, dann wird sozusagen alles, was man gemacht hat, vergessen, oder? Nee. Zustandsmäßig wird vergessen, wo sie jetzt gerade irgendwie vorzugsweise war, ob sie jetzt in 70% der Fälle in Zustand A war und 30% der Fälle B. Genau, aber was sie auf dem Band gemacht hat, das bleibt und dazu müssen wir noch eine Bemerkung machen, das kommt bei drittens jetzt. Mhm. Hat es einen bestimmten Vorteil, einen Limes-Zustand anzugeben und nicht einfach wieder einen Startzustand zu machen? Ja, weil du ein kleines bisschen flexibler bist. Aber sind die äquivalent? Ich denke schon, aber will mich gerade nicht darauf festlegen. Übungsaufgabe. Der Punkt ist einfach, als Programmierer von so einer Supertunmaschine ist es ganz nett zu wissen, wenn du in einem Limes-Zustand jetzt ausgeführt wirst, weißt du, jetzt trat ein Limes-Tag ein. Jetzt kann ich zum Beispiel irgendwie überprüfen, steht denn jetzt da ganz vorne auf dem Band eine 0? Wenn ja, weiß ich, meine vergangenen Versionen haben irgendwie da halt keine einzigen geschrieben und deswegen weiß ich jetzt irgendwas. Ja, ich glaube das auch, aber ich will gerade nicht die Zeit drauf nehmen. Aber du hast, also ich glaube auch, dass es geplant ist. So, zweite Sache. So eine Turing-Maschine hat doch einen Schreiblesekopf, wo sie sich gerade befindet. Das Band ist weiterhin ein ganz normales Band, was an einer Stelle anfängt und dann nach rechts immer weitergeht und kein Ende hat. Das Band wird weiterhin durch normale, natürliche Zahlen indiziert, nicht durch Ordinalzahlen, ja? Gut. Wo soll denn der Schreiblesekopf platziert werden, wenn die Turing-Maschine zum Beispiel Folgendes macht? Sie startet ganz, ganz vorne auf dem Band und dann geht sie immer weiter nach rechts. Wo soll der Schreiblesekopf an Tag Omega platziert werden?
Muss man irgendwie definieren, ne? Wir müssen es auch dann definieren, wenn die Super-Turing-Maschine folgendes mit ihrem Schreiblesekopf macht. Sie bewegt ihn nach rechts, sie bewegt ihn nach links. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Wo soll er sein? Also wir definieren einfach, an Limes-Tagen wird der Schreiblesekopf wieder an den Anfang zurückgesetzt. Ja? Also werden STM in einen designierten Limes-Zustand versetzt und der Schreiblesekopf auf den auf den Bandanfang zurückbewegt. Wir müssen einfach einen wohldefinierten Zustand schaffen, von dem aus die Turing-Maschine dann weitermachen kann. Ja? Das gehört noch zu zweitens. Und jetzt zu drittens. Wie sehen denn die Bandinhalte aus? Da müssen wir auch eine willkürliche Entscheidung treffen. Es kann ja sein, dass die Super-Turing-Maschine zum Beispiel über die dritte Stelle des Bandes, dass sie da eine 0 hinschreibt, später eine 1, dann eine 0 und dann lässt die Zelle so, wie sie ist. Dann wissen wir recht gut, was vermutlich der Zustand von dieser Bandzelle sein soll an Tag Omega. Nämlich das, was sie halt gelassen hat, 0. Aber was ist, wenn die Super-Turing-Maschine immer wieder auf diese Zelle kommt und mal eine 0, mal eine 1 hinschreibt und mal wieder eine 0, mal wieder eine 1 und endlich oft zwischen beiden Dingen wechselt? Ja, dann flackert diese Zelle und dann müssen wir wieder willkürlich entscheiden, was denn der Zellinhalt sein soll. Und dann definieren wir, es soll die 1 sein. Wenn unendlich oft zwischen 0 und 1 gewechselt wurde, dann soll es die 1 sein. An Limes-Tagen wird jede Zelle des Bandes auf den Lim-Sub, Limes Superior, ihrer früheren Werte gesetzt. Das heißt eben auf Deutsch, wenn sich der Wert eingependelt hat, dann ist es dieser Wert. Und wenn er immer zwischen 0 und 1 fluktuiert hat, dann ist es 1. So, und dann können wir mal festhalten, was Super-Turing-Maschinen jetzt alles können. Nein, nur 0 und 1. Nur 0 und 1 darfst du in jede einzelne Zelle vom Band schreiben. Ich mal vielleicht noch so ein Band hin, damit wir da alle dieselbe anschauliche Vorstellung haben. Das Band sieht so aus. Das hat einen Anfang, geht nach rechts immer weiter. Das ist die Zelle Nummer 0, das ist die Zelle Nummer 1, das ist die Zelle Nummer 2 und so weiter. Und indiziert durch normale, natürliche Zahlen, nicht durch Ordinalzahlen, könnte man auch machen, führt zu einem anderen Modell. Und in jeder Zelle darf eine 0 oder eine 1 stehen. Also zum Beispiel könnte sowas drinstehen. Ja? Das ist, wie die Bänder aussehen. Okay, was sind Fähigkeiten von Super-Turing-Maschinen? Also Fähigkeiten von Super-Turing-Maschinen umfassen zum Beispiel Folgendes. Super-Turing-Maschinen können zahlentheoretische Vermutungen überprüfen. Damit meine ich, sie können von jeder Formel, die in der Sprache von Arithmetik formuliert ist, herausfinden, ob die Formel stimmt oder nicht stimmt. Wenn zum Beispiel die Behauptung ist, es gibt eine ungerade, perfekte Zahl, momentan ein offenes Forschungsproblem, ne? Dann kann die Super-Turing-Maschine das wie folgt herausfinden. Sie geht halt nacheinander alle natürlichen Zahlen durch, 0, 1, 2, 3, 4. Wenn sie irgendwann auf eine, und prüft jede dieser Zahlen auf, ob sie darauf, ob es eine ungerade, perfekte Zahl ist. Wenn sie eine gefunden hat, dann hält sie an. Wenn sie keine solche gefunden hat, dann macht sie weiter, ne, und wird ewig lange alle natürlichen Zahlen absuchen. Aber an Tag Omega wird sie doch dann in diesen Limes-Zustand versetzt. Und dann kann sie einfach, wenn sie im Limes-Zustand angekommen ist, checkt sie, aha, ich habe bisher nichts gefunden. Und dann tut sie halt ganz vorne auf das Band eine 1 schreiben oder sowas, für die Vermutung ist falsch, und sich dann beenden.
Also so können Supertrüging-Maschinen Existenzbehauptungen überprüfen. Sie können auch Behauptungen der Form für alle natürlichen Zahlen geht bla 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 überprüfen, indem sie halt alle natürlichen Zahlen nach und nach durchgehen. Und Sie können auch verschachtelte Vermutungen überprüfen, sowas wie für jede natürliche Zahl n gibt es eine natürliche Zahl k, sodass für alle natürlichen Zahlen m dies und jenes gilt. Es macht Spaß, sich zu überlegen, wie lange so eine Turingmaschine laufen muss, um den Wahrheitsgehalt von so und so verschachtelten zahlentheoretischen Aussagen festzustellen. Da braucht man nicht besonders viel mehr als Omega. Supertrüging-Maschinen können auch das Halteproblem lösen, und zwar für gewöhnliche Turing-Maschinen. Halteproblem für gewöhnliche Turing-Maschinen lösen. Das heißt, es ist leicht möglich, eine Supertrüging-Maschine zu programmieren, die eine Turing-Maschine vom Band einliest. Das heißt also eine natürliche Zahl, die eben die so und so viele Turing-Maschine beschreibt. Und dann rausfindet, ob diese Turing-Maschine halten wird oder nicht. Nämlich die Super-Turing-Maschine kann einfach diese gewöhnliche, gegebene Turing-Maschine simulieren. Entweder hört die Simulation irgendwann auf, dann weiß sie, okay, die Turing-Maschine hält. Oder sie hört nicht irgendwann auf, dann geht es immer so weiter. Aber dann wird die Super-Turing-Maschine ja in den Limes-Zustand versetzt und weiß, aha, ich bin in den Limes-Zustand versetzt worden, also hat die bisher nicht gehalten, also hält sie halt nicht, die gewöhnliche Turing-Maschine. Was Sie auch machen können, sind andere Super-Turing-Maschinen simulieren. So wie Turing-Maschinen simulieren können, kann auch STMs simulieren. Nur möglicherweise, aber das heißt jetzt nicht, dass Sie rausfinden können, ob eine gegebene Super-Turing-Maschine hält zu irgendeinem späten Ordinalzeitpunkt oder nicht. Sie können sie nur simulieren und sich überraschen lassen, ob sie irgendwann hält. Ja? Okay. Und Super-Turing-Maschinen können, und das ist sehr überraschend, Pi-1-1 und Sigma-1-1 Aussagen verifizieren. Was sind das? Das sind Aussagen der folgenden Form. Es gibt eine Funktion f von n nach n, so dass bla 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 gilt. Das wäre eine Sigma-1-1 Aussage. Und eine Pi-1-1 Aussage wäre eine Aussage von dieser Form. Für alle Funktionen von n nach n gilt bla bla bla. Und hier in diesen bla bla blas, da dürfen nur zahlentheoretische Aussagen vorkommen. Das heißt, da dürfen noch beliebig viele Quantoren über natürliche Zahlen vorkommen, aber keine mehr über Funktionen. Ja? Warum das so überraschend ist, kann ich euch in einer Sekunde sagen. Es gibt nämlich drei wichtige Fun Facts zu Supertrüging-Maschinen, die man wissen muss. Und bevor ich dir anschreibe, will ich noch mal ganz kurz sagen, warum wir jetzt Supertrüging-Maschinen machen. Also halten wir fest, Supertrüging-Maschinen gibt es nicht in der unserer jetzigen realen Welt. Und höchstwahrscheinlich wird es sie niemals geben. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen. Mark wollte demnächst dazu einen Vortrag im Curl-Club halten. Vielleicht kann man eben doch durch Außennutzung relativistische Effekte bei einem schwarzen Loch oder sowas erreichen, dass man zumindest Supertrüging-Maschinen bauen kann in unserer Welt, die bis Zag Omega quasi laufen. Indem sie immer per Funk was zurücksenden und dann ist es halt relativistisch irgendwie so gemacht, dass die Turing-Maschine, also ein echter Computer, den wir auf einem Satellit hochgepackt irgendwie dahin tragen, subjektiv unendlich viel Zeit erlebt, aber aus der endlichen Sicht von einem ruhenden Bezugssystem vergehen nur 10 Tage oder so. Also höchstwahrscheinlich geht auch das nicht, aber es ist nicht völlig klar. Und Mark wird einen Vortrag dazu halten. So, aber Supertrüging-Maschinen sind wunderbar als theoretisches Konstrukt. Wir werden das vor allem dazu nutzen, um eine Variante von der Realisierbarkeit anzugeben. Eine, wo überall das Wort TM durch STM ersetzt wurde. Und dann gelten halt andere Eigenschaften in dieser neuen Realisierbarkeitswelt. Und andere Leute verwenden das auch, einfach um generell der Natur der Berechenbarkeit ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ihr wisst vielleicht, es gibt das größte ungelöste Problem überhaupt, das ist die Frage, ob P gleich NP ist. Ungelöst. Höchstwahrscheinlich ist P ungleich NP. Und die Leute versuchen mit allen möglichen Methoden das zu attackieren und insbesondere untersuchen sie Turing-Maschinen mit Orakel.
Das sind Turing-Maschinen, die immer noch unendlich lange laufen dürfen, aber sie haben Zugriff auf ein bestimmtes Orakel, was eine bestimmte Frage immer wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein beantwortet. Dafür zum Beispiel ist das PNP-Problem schon gelöst. Und was man eben auch versuchen könnte, wäre bei STMs mal zu schauen, was Sache ist, um einfach mehr Einsichten zu erhalten in das ursprüngliche Problem. Das Problem P gleich NP ist halt momentan so schwierig, dass man es nicht einfach versuchen kann, ich habe jetzt Nachmittag Zeit, lass mal beweisen, sondern dass man einfach Riesentheorie entwickeln muss und man weiß noch gar nicht, in welche Richtung das wirklich gehen soll. Also dafür sind STMs interessant. Ja? Gut, drei Fun Facts. Fun Fact Nummer 1. Super-Turing-Maschinen. Jede Super-Turing-Maschine hält entweder zu bei einem Tag Alpha, wobei Alpha eine abzielbare Ordinalzahl ist, wird gleich erklärt. Oder nie. Die Behauptung gilt selbstverständlich nur in klassischer Logik, die ich jetzt treffe. Ja? Was ist eine abzählbare Ordinalzahl? Eine abzählbare Ordinalzahl ist eine solche, sodass die Menge derjenigen Ordinalzahlen, die kleiner sind wie diese, echt kleiner, sodass das eine abzählbare Menge ist. All die Ordinalzahlen, die ich hier an der Tafel geschrieben hatte, sind abzählbare Ordinalzahlen. Zum Beispiel Omega ist abzählbar, weil die Menge ihrer Vorgänger, das sind nur n viele. Und Omega mal 2 ist auch abzählbar, weil die Menge ihrer Vorgänger ist auch nur n viele. Ich muss halt sowas machen wie 0 Omega 1, Omega plus 1, 2, Omega plus 2, dann habe ich die in eine Liste gebracht. Es gibt einen Namen für die erste Ordinalzahl, die nicht abzählbar ist. Diese Ordinalzahl heißt so, Omega 1. Und die ist halt auf diesem Zahlenstrahl nicht vertreten. Omega 1, das ist einfach der Name für die erste nicht abzählbare Ordinalzahl. So, und dieses Fun Fact ist eventuell recht erstaunlich, ja, weil wir erlauben den Super-Turing-Maschinen den gesamten ordinalen Zahlenstrahl zu verwenden. Es stellt sich aber raus, die nutzen quasi die volle Flexibilität gar nicht. Sofern sie halten, halten sie schon an einem abzählbaren Tag. So, und deswegen ist diese Beobachtung hier über die Fähigkeiten von STMs, dass sie Pi11 und Sigma11 Aussagen entscheiden können, so ganz besonders brisant. Denn das sind hier wirklich Quantoren über die echten, externen, klassische Logik und so, Funktionen von n nach n. Von denen gibt es überabzählbar unendlich viele. Das heißt, eine Super-Turing-Maschine kann so eine Vermutung nicht dadurch überprüfen, indem sie nach und nach alle Funktionen durchgeht, weil von denen gibt es überabzählbar unendlich viele. Und wenn sie zum Entschluss kommt, wird sie schon nach abzählbar vielen Tagen zum Entschluss gekommen sein und hat daher nicht all diese Funktionen abgesucht. Trotzdem ist es möglich. Wird eine Übungsaufgabe werden, wie man das macht. So, und dann gibt es das Lost Melody Theorem. Lost Melody Theorem, das besagt, es gibt Bandinhalte. Also damit meine ich irgendeine Funktion von n nach 0, 1. Sowas ist für mich die Vorgabe von einem kompletten Band. Die STMs nicht schreiben können. Das heißt, es gibt keine Super-Turing-Maschine, die irgendwie lange rattert, lange überlegt, irgendwann hält und zum Zeitpunkt, wo sie gehalten hat, steht dann auf dem Band genau das, was auf dem Band stehen soll, was die Zielvorgabe ist. Das alleine ist noch nicht überraschend, weil es gibt überabzählbar unendlich viele mögliche Bandinhalte und nur abzählbar viele Super-Turing-Maschinen. Weil jede Super-Turing-Maschine hat einen Quellcode, den kann ich hinschreiben. Es gibt abzählbar viele Quellcodes. Deswegen muss es überabzählbar unendlich viele Bandinhalte geben, die eine STM nicht schreiben kann. Der Witz kommt durch den Nachsatz. Die STM nicht schreiben können, nicht schreiben, aber erkennen können. Damit ist gemeint, es ist möglich, eine STM zu entwerfen, die macht Folgendes. Die bekommt schon ein eventuell vollgeschriebenes Band, dann rattert sie lange und zum Schluss hält sie, schreibt irgendwo an eine bestimmte Stelle, zum Beispiel ganz vorne eine 1 oder 0 hin, je nachdem, ob der Bandinhalt gleich diesem vorgegebenen Bandinhalt entsprach oder nicht.
ein bisschen komisch. Ja? Das ist auch ein Phänomen, was kein Analogon bei normalen Turing-Maschinen hat. Bei normalen Turing-Maschinen ist es nicht fair zu verlangen, dass eine normale Turing-Maschine so einen beliebigen Bandinhalt schreiben oder erkennen kann, weil eine normale Turing-Maschine, wenn sie hält, hat den Zugriff auf einen endlichen Teil vom Band. Das heißt, wenn die Frage fair sein soll, muss man eben das auf endliche Bandinhalte beschränken. Und dann gibt es aber das Lost Melody Theorem nicht. Jede endliche Folge von 0 und 1, für jede so eine Folge gibt es sowohl eine Turing-Maschine, die eben diese Folge hinschreibt aufs Band und sich dann beendet. Das ist einfach eine große Turing-Maschine mit vielen Zuständen, mit n plus 1 Zuständen oder so. Und es gibt auch eine Turing-Maschine, die eben erkennt, ob genau dieser Bandinhalt vorliegt. Das Theorem heißt deswegen Lost Melody Theorem, weil das eben genau so ist, wie wenn man irgendwie so eine Melodie im Kopf hat und man fragt sich, was war nochmal der Titel dieses Liedes? Ich könnte jetzt einfach meine Schwester fragen, die kann mir den Titel von jedem Lied nennen, wenn ich das Lied nur vorsumme, aber ich kann es auch gerade nicht vorsummen. Ich könnte es nur wiedererkennen, wenn es wieder im Radio läuft. Lost Melody. Gut. Und dann, letzte Sache. Das Konzept von stempelbaren Ordinalzahlen ist interessant. Im Englischen clockable. Falls wir eine bessere deutsche Übersetzung finden würden, wäre ich dankbar. Clockable Ordinal Numbers. Eine Ordinalzahl heißt genau dann stempelbar, wenn es eine super Turing-Maschine gibt, die genau zu diesem Zeitpunkt hält. Zum Beispiel ist Omega eine stempelbare Ordinalzahl. Dazu verwenden wir die super Turing-Maschine, die immer nach rechts läuft, nichts Besonderes sonst macht. Also immer, wenn eine 0 schon dran stand, schreibt sie auch eine 0 wieder hin. Und am Limes-Tag, also wenn sie in den Limes-Zustand versetzt wird, dann hält sie. Dann wird sie halt an Tag Omega halten. Omega plus 1 ist auch stempelbar, Übungsaufgabe. Omega plus jede endliche Zahl ist stempelbar, Übungsaufgabe. Omega mal 2 ist stempelbar, eine schwierigere Übungsaufgabe. Und auch Omega Quadrat ist stempelbar. Lassen wir es auch eine Übungsaufgabe sein. Das haben schon 9-Klässler auf dem Mathe-Camp hinbekommen. Das kriegt ihr also auch hin. So, und ich will nur noch eine Sache jetzt anschreiben. Wieso die STMs für uns interessant sind. Also welche besonderen Eigenschaften in der Realisierbarkeitswelt gelten, wenn man STMs statt TEMs verwendet. Also all die abstrakten Definitionen zur Realisierbarkeitstheorie können wir genauso auf STMs übertragen. Und auch das Theorem, dass alles, was Hating-Arithmetik beweist, dass das dann auch in der Realisierbarkeitswelt gilt, gilt weiterhin. Ja? Aber im Detail unterscheiden sich halt jetzt die Realisierbarkeitswelt für STMs und die von TMs. Zum Beispiel gilt Folgendes, und das wird ein paar Sachen davon werden einfach Übungsaufgaben. Die sind alle interessant und schön zu rechnen. Also, Bemerkung. Also, wenn ich das da schreibe und dann hier irgendeine so Formel hinmache, dann meine ich, dass die Formel gilt im Realisierbarkeitsmodell für Super-Turing-Maschinen. Die Bezeichnung hier ist STM, klar, für Super-Turing-Maschinen und F steht für effektiver Topos. Aber gebaut nicht für Turing-Maschinen, sondern mit Super-Turing-Maschinen. Ja? Früher haben wir einfach weggelassen, dieses Symbol. Früher hätte ich, also für all die Sachen bisher, hätte ich auch einfach F von TM schreiben können. Ja, und jetzt schreibe ich F von STM und anzudeuten, überall in der Realisierbarkeitsübersetzung, wo normalerweise das Wort Turing-Maschine stände, muss man jetzt Super-Turing-Maschine schreiben. Gut, und dann gilt zum Beispiel Folgendes. Für jede Funktion von n nach b, von natürlichen Zahlen nach Bools, 0, 1, gibt es eine natürliche Zahl n, ist folgendes der Fall, entweder gibt es eine natürliche Zahl n, sodass f von n gleich 1 ist, oder für alle natürlichen Zahlen n ist f von n 0.
Das ist etwas, was intuitionistisch nicht zeigbar ist. Und im normalen Realisierbarkeitsmodell gilt es auch nicht. Aber in dem Super-Realisierbarkeitsmodell gilt es schon, und zwar auf eine recht triviale Art und Weise. Wieso? Was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, dass es eine Super-Turing-Maschine gibt, welche den Quellcode, den Index, von einer Super-Turing-Maschine als Eingabe einliest und dann rausfindet, ob es eine natürliche Zahl n gibt, sodass f bei Eingabe von n mit 1 hält oder ob es halt immer mit 0 hält. So, das Halteproblem für STMs können auch STMs nicht lösen, müssen sie aber nicht, um das zu entscheiden. Diese Super-Turing-Maschine, die eben jetzt rausfindet, welcher der beiden Fälle vorliegt, die kann einfach nach und nach alle natürlichen Zahlen vorgehen. Sie lässt jeweils die gegebene Super-Turing-Maschine auf dieser Eingabe simulieren. Das braucht eventuell extrem lange. Ja? Und diese Haupt-Super-Turing-Maschine kann eventuell nicht abschätzen, wie lange das braucht. Sie hat aber das Versprechen, dass diese simulierte Turing-Maschine, Super-Turing-Maschine, irgendwann halten wird. Weil hier drin sind eben nur die haltenden Super-Turing-Maschinen. Ne? So wie beim normalen Realisierbarkeitsmodell auch. Okay, und dann hat sie halt irgendwann rausgefunden, was f von 0 ist. Und dann schaut sie nach, ob das 1 oder 0 war. Vielleicht hat sie schon 1 gefunden, dann ist sie fertig. Sonst prüft sie halt, berechnet sie halt als nächstes f von 1, dann f von 2, f von 3 und so macht sie immer weiter. Und dann muss sie halt noch irgendwie Buch führen, um rauszufinden, bei einem Limes-Tag, ob das jetzt einfach ein Limes-Tag war, weil gerade so eine Simulation am Gange war und die simulierten STMs, die kommen ja auch in Limes-Tagen und das muss ich auf meine eigenen Limes-Tage matchen. Oder ob es wirklich halt der Fall war, dass jetzt alle natürlichen Zahlen durchprobiert worden sind und es keine gibt, wo 1 rauskommt. Also das zum Beispiel gilt. Was anderes, was gilt, das ist tatsächlich äquivalent dazu, ist folgendes. Für jede reelle Zahl, R, ja, ich schreibe mal hier, MathBB R hin, das soll die Assembly sein für reelle Zahlen, gilt folgendes. So, das ist ein Hashtag-Zeichen, Gartenzaun, und der ist wie folgt definiert. Das heißt, es gibt eine Zahl Q aus den positiven rationalen Zahlen, Q plus, die 0 gehört nicht dazu, ja? So dass der Betrag von x mindestens Q ist. Man sagt auch, x ist entfernt von 0. X hat wirklich einen gewissen positiven Mindestabstand zur 0. Intuitionistisch lässt sich nicht zeigen, das werden wir beim nächsten Mal nochmal genauer diskutieren, lässt sich nicht zeigen, dass jede Zahl gleich 0 ist oder entfernt von 0 ist. Anschaulich deswegen gesprochen, weil eine Zahl könnte anfangen mit 0,00000 und dann weiß ich nach Inspektion von endlich vielen Ziffern noch nicht, ob es immer mit Nullen weitergehen wird, dann wäre dieser Fall, oder ob irgendwann mal nicht eine 0 kommt, dann wäre es dieser Fall. Aber im STM-Modell gilt es schon. Und jetzt die letzte Sache, und damit wurden Super-Turing-Maschinen nochmal deutlich berühmter. Es gibt eine Funktion f von mit diesem Typ hier. Also eine Funktion, die Folgen von natürlichen Zahlen nimmt und einzelne natürliche Zahlen zurückgibt. Mit der Eigenschaft, dass f injektiv ist. Also in dieser Welt gibt es eine Injektion vom Bärraum nach n. Das ist hochgradig antiklassisch, ne? Weil n hoch n, das ist eigentlich eine überabzählbare Menge, die kann in klassischer Logik niemals eingebettet sein in eine abzählbare Menge. Es stimmt auch weiterhin, auch weil einfach intuitive Logik das zeigt, dass es keine Söjektion gibt von n nach n hoch n. Man kann zeigen, sowas gibt es nicht. Nicht, es gibt. Das ist ein intuitionistisches Theorem. Aber das da ist weder ein intuitionistisches Theorem noch eine intuitionistische Falschheit. Intuitionistische Logik lässt einfach offen, ob es so eine Injektion gibt. Im normalen Turing-Maschinenmodell gibt es keine und im Super-Turing-Maschinenmodell gibt es eben doch eine. Da gibt es eine Injektion von n hoch n nach r. N. Es gibt übrigens auch eine Injektion von r nach n in dieser Welt. Diese Injektion hat André Bauer gefunden, das Idol von dieser Vorlesung. Und Übungsaufgabe wird sein, das zu verifizieren. Ja, das macht viel Spaß. Also wenn man Spaß hat, irgendwie Super-Turing-Maschinen zu kreieren, sich zu überlegen, was die so können oder so, dann macht das viel Spaß.
Gibt es gerade Fragen? Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke sehr.